Ich kann hier nicht. Okay, umsetzen. Frau gegen Wildnis, suchen Sie nach Nahrung. Ich muss etwas zu essen finden. Okay, gut. Was zu essen finden? Och, ich hätte da ja so hinten so ein komisches Hirschviech da, Bums da, Reh da, was auch immer. Oh Gott, armer Kerl. Moment, den Bogen kann ich brauchen. Ja, genau, eben. Und deswegen hole ich mir den jetzt auch irgendwie, aber guck mal hier, warte mal. Hier können wir schon mal Pfeile aufnehmen, obwohl wir nicht mal den Bogen haben. Das finde ich sehr gut übrigens. Ja, so, und jetzt müssen wir irgendwie an den Bogen rankommen. Und ihr könnt dreimal raten, wie wir drankommen. Ja, genau. Ein bisschen Balancier-Action. Bloß nicht auf die Fresse fliegen. Und dann... Ich schaff das. Einfach... Arm ausstrecken. Komm schon, get it. Ach so, okay, okay. Ich muss einfach, so, fertig. Provisorischer Langbogen. Ja, provisorisch, ja, deswegen, ja, weiß ich, ob es funktioniert. Das, was du von Roth gelernt hast. So. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben. Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Ja, stimmt. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Concentration Operation, so. Und das Geile ist, irgendwie hier... Gibt es noch so andere Sachen? Guck mal, da seht ihr diese goldene Kette? Hier, irgendwie kann man das so kaputt schießen. Und ja, ich weiß nicht, was das bringt. Irgendwie Geisterjägerin. Irgendwie kann man davon, glaube ich, irgendwie so... Eins von zehn kann man davon kaputt machen. Ich bin mir verdammt nochmal nicht sicher, ob ich wirklich jetzt hier 10 Stück suchen soll, ne, oder ob wir das einfach komplett lassen. Denn eigentlich weiß ich nicht. Ich kann das Spiel, glaube ich, sowieso nicht 100% komplettieren, weil ich das Spiel sowieso noch nie gespielt habe. Und what is this? Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm, sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Okay, alles klar. Ich habe irgendein Objekt anscheinend schon verpasst. Okay, gut. Naja, es muss ja nicht unbedingt chronologisch aufgelistet sein, aber ich gehe einfach davon aus, dass es normalerweise chronologisch aufgelistet wäre. So, ich kann hier nach oben. Gibt's hier denn was, wenn ich hier hochgehe? Warte mal, bin ich nicht da... Kommen wir nicht daher? So theoretisch, genau, da haben wir doch das Ding da runtergeholt, ne, den Langbogen. Na egal, dann gucken wir einfach mal hier. Wir sollen auf jeden Fall einen Hirsch erledigen, aber wie gesagt, ich versuche natürlich auch ein Auge darauf zu haben, sag ich mal, diese Totems auch zu zerstören. Ja, wenn ich Totems sehe, dann kann ich sie auch kaputt machen. Warte mal, ist da eins gerade gewesen? Ich konnte gerade nämlich so schön... Jetzt sehe ich hier nichts. Nein, hier sehe ich nichts. Na gut. Vielleicht sehe ich auch einfach mal random gleich eins. Ah, ein Hirsch. Komm, zoom. Nein. Oh, verdammte Scheiße. Bleib stehen. Oh, oh. Nein, es wird schwer. Okay. Moment. Ich weiß, hier müsste irgendwo was sein. Da vorne. So, wunderbar. Kann ich hier noch eins sehen? Seht ihr hier noch eins? Oder seht ihr gerade einfach mal einen Hirsch? Weiß nicht. Ich habe hier gerade meine richtig scharfen Sinne. Naja, wie auch immer. Schauen wir doch mal, was finden wir denn hier oben? Hä, was ist dies? Fehlende Ausrüstung. Neues Equipment zu öffnen, erforderlich. Kann ich auch mit dem Bogen einfach schlagen? Hm. Ne, ich habe keine Ahnung. So, was ist eigentlich mit diesem komischen Seil da? Ich weiß nicht. Ich glaube, einfach stumpf runterspringen wäre auch nicht gut. Aber sehe ich denn jetzt gerade? Oder seht ihr denn? Ja. Du, tut mir leid. Ah!
Nein! Wo ist es hin? Da vorne. Hier, da, irgendwo, da vorne. Was? Verdammt! Ich kann auch nicht dadurch sehen, hallo? Stehen geblieben, mein kleiner Freund. Ich will dir doch nichts Böses. So, hab dich. Tut mir echt leid, man, aber ich muss dich töten und dann essen. Was heißt hier entschuldige? Du willst ihn aufspießen? Okay, ein Fähigkeitspunkt. Finden Sie ein Lager. Aha. Ich will ja zum Lager, aber meine Instinkte sagen mir... Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Ja, das ist gut und schön, Maestro, Meister, irgendwas. Aber das Ding ist... Ich muss ja auch irgendwie jetzt gerade diese komischen Viecher hier finden, die die ganze Zeit irgendwo in der Luft hier rumhängen. Und da sehe ich eins. Ein so ein Viech. Und ich habe es auch gefunden. Ach, kaputt gemacht. Autsch. Nicht so weit. So, Pfeile. Pfeile haben wir jetzt mittlerweile schon genug, oder? Aber soll ich eigentlich noch ein zweites Viech erledigen? Nein, ich glaube, das wäre nicht so gut. Ja, guck mal. Ansonsten laufen wir mal ganz kurz hier lang. Ich werfe nochmal kurz einen Blick auf alles und denke mir, ja, ist hier jetzt irgendwo noch ein Totem oder nicht? Und da ist das Problem nämlich, würde ich nämlich für mich alleine zocken, würde ich sagen, ja gut, ich suche mir jetzt die Totems einfach mal raus, sag ich mal, ich renne hier planlos durch die Gegend und irgendwann werde ich schon alle Totems haben, aber Mensch, Leute, ich kann das doch nicht in einem Let's Play machen. Also... Bei aller Liebe, aber wenn man, glaube ich, blind sowas schon spielt, ich glaube, dann muss man teilweise auch ein bisschen genau auf sowas irgendwie ein bisschen verzichten, ja. Weil sonst dauert es für euch einfach zu langsam und es wird einfach nur für euch auf Dauer nervig. Deswegen sage ich euch, gut, wenn wir irgendwas Secret-mäßiges finden, ist in Ordnung. Ich werde auch nicht einfach grob fahrlässig irgendwie die Gegend hier ignorieren, sag ich mal. Nein, wir werden auch... extra mal reingucken, was es hier so gibt, so in jede Ecke mal. Okay, nicht jede Ecke ist übertrieben, aber ja, auf jeden Fall, ich werde einfach nicht alles machen, weil das einfach zu zeitaufwendig ist und besonders, oder wahrscheinlich schon fast unmöglich, ohne das Spiel vorher mal durchgezockt zu haben, ja. Okay, drücken Sie E, um den Lagerplatz zu benutzen. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Okay, weiter. Ja. So, tierische Instinkte. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu findende Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Will ich das? Nein. So, was ist hier? Überlebenskunst. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Verbessertes Bergen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergungsgut zu erhalten. Das klingt eigentlich schon mal ganz in Ordnung. So, Knochensammler. Tierkadaver sorgfältig erhalten. Aha. So, und wenn wir jetzt hier gehen, auf... Überleben, dann sehen wir hier ganz andere Sachen, genau, ne? Hier gibt es einmal nur auf Jäger spezialisiert, sicherer Schuss, sie sind konzentriert und haben, ja warte mal, sind sie konzentriert, haben sie mehr Zeit, um mit ihrem Bogen zu zielen. Gut, das ist sehr, sehr toll und schön und geil und awesome, aber Munitionskapazität, ja, wie sieht das damit aus? Ich weiß auch gar nicht, was offen ist und was ist gelockt. Kann ich das jetzt einfach, ich kann ja nicht einfach irgendwas lernen, zum Beispiel das, oder? Ne, es geht nicht. Ich muss erstmal vorher was anderes lernen, ne? Bogenexperte. Aha, okay. Ja, da steht hier erstmal meistern. Also ich könnte entweder das jetzt meistern und alles weitere wäre gelockt, weil hier sind ja auch diese komischen Schlösser dazwischen. Ich würde sagen, sicherer Schuss. Ja. Ich glaube, ich mache das einfach. Meistern. Fertig. Und gut ist.
Ja, und jetzt, ja, schließen. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Okay, drücken Sie E, um den Lagerplatz zu benutzen. Und das können wir benutzen, um zu speichern gleichzeitig auch. Flupp, eigentlich haben wir, glaube ich, in diesem Moment auch direkt abgespeichert, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir allerdings aber nicht komplett sicher. So, 1 von 10 Laros Tagebücher benutzen. Z begonnen. Ah ja, was? Wie auch immer. Naja, habe ich das ganz am Anfang eigentlich jetzt irgendwie erwähnt? Ich glaube, ich wollte es erwähnen und habe es dann vergessen und habe dann das so abgetan, als wollte ich irgendwas sagen und habe es dann vergessen, das zu sagen. Also, was ich sagen wollte, ist, falls ich es nicht gesagt habe, ist, dass ich, ja, auf jeden Fall nicht so ein wirklicher Tomb Raider-Zocker bin. Das ist so wirklich mein allererstes Tomb Raider, was ich wirklich durchspielen würde. Die anderen habe ich auch nur leicht angezockt und dann schnell Interesse dann verloren. Aber das hier, das sieht mir sehr interessant aus. Das möchte ich wohl gerne weiterspielen. Okay, drücken Sie Umschalt, um runterzusteigen. Sehr gut. Machen wir das. Gehen wir halt runter. Und was uns dort erwartet? Naja, man weiß nicht. Was sind das für Zeichen? Okay, wir hätten hier eine Sonne und... ja, irgendwie so eine scheinende Figur. Ein Engel vielleicht? Naja... aber da hat Engel halt irgendwas in der Hand. Man könnte fast meinen, vielleicht hat er auch eine Axt in der Hand oder sowas. Naja, dann ist es aber ein böser Engel. Und hier irgendwas Japanisches, was ich natürlich nicht lesen kann. Yay. Hä? Wait, what the fuck? Wo hat die gerade ihre Fackel hingetan, als wir da drunter geklettert sind? Die war irgendwie verschwunden, oder? Okay. Also das steht wahrscheinlich jetzt für den Tag-Nacht-Zyklus und hier sind die verschiedenen Tage, okay. Oh Gott. Das ist verrückt. Ja, indeed ist das verrückt. Aber Lara ist so eingestellt. Komm, wir fackeln einfach alles an. No problem. Wird schon richtig sein. Drücken Sie E, um zum Untersuchen. So, was haben wir denn hier? Oh. Aha. Diese traditionelle Nomaske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Okay. Weiß Bescheid. Gut, schließen. So, hier unten haben wir noch was. Ja. So untersuche ich mittlerweile auch Kissen. Einfach hingehen. Alles weg. Ja, nice. Gut, dann gehen wir mal hier kurz hin. Naja, Stemmachs might become handy. Das sollte uns irgendwie nützlich sein. So. So, drücken Sie mehrmals E zum Aufstemmen. So, das hat es jetzt natürlich total gebracht, weil es auch nur der Raum gegenüber hier ist. So, aber hier bringt uns das weiter, ja genau. Geht das Ding gar nicht kaputt? Scheint verdammt stabil zu sein, die Kacke. Boah, ich wäre voll kein Adventure-Mensch irgendwie. Mir wäre das zu blöd, ständig ins Wasser reinzugehen.
Naja, aber wer weiß, ich bin noch nicht in der Situation gewesen, ja, ums Überleben kämpfen zu müssen. Naja, ich hoffe, ich werde auch nicht da irgendwie reinkommen, so unbedingt. Außer ich komme mal irgendwann mal zum Dschungelcamp, aber ich glaube, da muss ich mir einfach nur noch kaputt lachen. Sam? Ach so. Hast du gehört? Ich kann einfach Umschalt drücken zum Fackel löschen. Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay. Er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steig ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Sam? Thais? Sam! Sam! Scheiße! Holy crap! Sam! Oh, oh, das hört sich nicht so geil an. Okay, dann wollen wir mal. Was ist hier los? Wer will sich mit mir anlegen? Oh ja, da kommt was. Okay, da kommt einer und Schuss. Das wäre der erste. Aber ihr wisst ja, alle guten Dinge sind drei. Okay, das war der zweite. In your face, biatch. Lass los. Alles gut, mein kleiner Vogel. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ralph? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ralph, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe nein, mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja.
Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Irgendwie kommt mir der Typ aber ein bisschen komisch vor, muss ich wirklich sagen. Drücke hier, um den Lagerplatz zu benutzen. Alles klärchen. So, was kann man hier eigentlich machen? So, ansonsten. Also, Waldruinen. Positionskoordinaten. Aha. So, aha. Aha, schön. Ja. Überleben. Mhm. Okay, wie auch immer. Schön. Gut, Leute, ich glaube, wir machen an diesem Punkt mal eben einen kleinen Cut. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal.